Guten Morgen, ich bin Scheinwerts und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 nach einer, ja, etwas längeren Pause. Ja, wobei, so lang war sie gar nicht. Ich war, beziehungsweise bin immer noch krank. Deswegen hört sich meine Stimme vielleicht ein bisschen anders an. Man möge es mir verzeihen, hoffe ich. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben Winter und ich habe den Winter tatsächlich sehr, sehr wenig gesehen bisher. Ich war, glaube ich, zweimal im Spiel. Und ich werde jetzt natürlich bald Offroader aufbauen, und zwar einen wirklichen. Also jetzt kein automobile Schandtaten, sondern mal wirklich ein dickes Ding. Also auch kein SUV. Gut, bei Ferrari brauche ich nicht schauen. Ja, Rallye-Wagen würde ich mir eher für den Frühling gerne aufheben oder auch für Herbst. Ja, Trophy Truck weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Jeep. Ja. Wäre eine Überlegung wert, oder? Komm. Bevor ich jetzt hier noch 8 Stunden sitze, hole ich mir den Jeep Wrangler Rubicon. Ja, gibt's denn seitätisch irgendwas? Boah, ich muss die Heizung anmachen. Leck mich am Arsch. Ist schon kalt. Militär, Jurassic World, Jurassic Park. Ja, jetzt nichts irgendwie, was ich nicht erwartet habe. Aber auch nichts großartig dabei, was ich jetzt brauche. Nee. Ich würde sagen, Orange ist geil. Ja, ich mache Orange. Und zwar mit den schwarzen Akzenten. 40.000 Credits habe ich gerade noch übrig. So. Ich kann auch nicht garantieren, ob morgen was kommt. Das tut mir leid. Das ist jetzt wirklich aktuell. Wenn ich kann, dann mache ich. Aber. Oh, wir haben nur ein paar Sechs drin. Ne, aber auf jeden Fall jetzt nicht groß, bitte Sachen erwarten. So, stopp. Da habe ich nämlich glatt schon was vergessen. Design suchen. Und zwar mal wieder nach der altbekannten Beschreibung. Vielleicht hat ja jemand was gemacht. Nein, natürlich nicht. Schade. Ja, Upgrades. Ich werde den Wagen nicht stockfahren, auf keinen Fall. Im Übrigen, weil ich auch gefragt wurde, wie ich so viel Geld verdiene. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, bei jedem Auto in die Automeisterung schauen. Denn manchmal kann es sein, dass ihr quasi hier direkt rechts daneben einen Wheelspin habt, der euch dann 2 Punkte kostet. Insgesamt. Und damit ist eigentlich schon sehr, sehr viel gemacht. So, wir gucken mal. Ach ja, warum nicht? Darum nicht. Okay. Oh, keine Flaps. Luftwiderstand minus 1%. Da darfst du mir auch mal erklären. So. Oh. Ja, so eine kleine Röhre. Warum nicht? Ein Schnorchel. Oh, ich hätte schon Bock auf einen V8, ehrlich gesagt. Ich hätte Bock auf einen V8, ehrlich gesagt. Nee, ich baue mal 6,2 Liter V8 ein. Und zwar mit Kompressor. Man muss ja nicht komplett übertreiben. Aber wir hauen mal 305er Reifen vorne und hinten drauf. Och nö, die Felgen lasse ich mal. Offroad-Felgen in Forza suchen ist noch schlimmer als normale Felgen. Jetzt verstehe ich auch nicht. Warum geht Start und Beschleunigen so abnormal runter, wenn ich ein Renngetriebe einbaue? Das verstehe ich nicht. So, Bremsen. Das sind Offroad-Federn, genau. Dann Überrollbügel, einfach warum nicht. Dann gehen wir auf 1,6 Tonnen. Ja, das ist okay. Nee, Nockenwellen brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde Hubraum spontan machen. Kolben. Auspuff. Und dann vielleicht noch die Kraftstoffanlage. Jawohl, geht vielleicht noch. Nee, geht nicht.
Ventile könnten, nee, könnten auch nicht. Oh, da geht gar nichts mehr. Okay. Naja, schade. So, das ist okay für A-Klasse, würde ich sagen. 400 kW. Kann man machen. Kann man wirklich machen. Dann Einstellungen, Ready-Einstellungen. Mache ich anfangs tatsächlich immer nach Gefühl. So ungefähr. Stabis sind sehr weich eingestellt, standardmäßig. Okay, Farbe würde ich spontan doch ein bisschen härter einstellen, vor allem die Dämpfer. Denn das hilft ja nichts, wenn der Wagen quasi landet und dann weiterspringt. Das wollen wir ja nicht. Im Optimalfall wollen wir ja landen und dann federt er einmal ein und dann können wir aber direkt weiterfahren. Das ist ja so das Ziel. Und ich würde auch spontan ein bisschen nach hinten stellen. Ich bin mir jetzt bei ihm hier nicht sicher. Ich würde mal 72 machen. Weil wir doch eigentlich einen verhältnismäßig kleinen Radstand haben. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es klappt. Aber ich glaube, das ist die beste Wahl. Ja, das ist jetzt halt hier der LS1, glaube ich. Und jetzt wird angestupst. Nein, jetzt wird Rennen gefahren. Ich guck mal ganz kurz. Ich werde dann halt dementsprechend eine Cut setzen. Ja, ganz sicher nicht. Ganz sicher werde ich darauf nicht reagieren. Küste, Querfeld einjagt. Oh, ich weiß ehrlich gesagt, ich fahre mal Titan. Komm, fahre mal Titan. Oh, sehr, sehr kurzes Getriebe. Holy shit. Das könnte mir fast zu kurz sein. Ne, das ist ein Getriebe, was für ein Turbo ausgelegt ist. Moment. Den hätte ich doch gerne ein bisschen länger. Vielleicht kriegen wir damit auch ein bisschen mehr Topspeed. Die kriegen wir nicht tatsächlich. Aber es sollte vom Schalten her trotzdem ein gutes Stück angenehmer sein. Rechts abbiegen. Ist ja auch schlecht, wenn du aus dem Schalten nicht mehr rauskommst. So, ich werde jetzt halt auch wirklich keine großen Monologe erzählen. Mir geht's halt wirklich noch nicht perfekt, um es mal so auszudrücken. Aber ich wollte jetzt halt zumindest noch eine Winterfolge machen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, minimal habe ich den Winter ja doch gespielt, also tatsächlich nicht sehr viel. Aber ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Also, was heißt, ich finde ihn nicht gut? Er ist halt scheiße für jemanden wie mich, der sich ganz gerne einfach ein Auto schnappt und das aufbaut für Performance, A-Klasse oder S1. Und das Problem ist, zum Einstellen, also wenn du Wagen wirklich einstellen willst, hast du vielleicht 20% der Straßen zur Verfügung. Der Rest ist eingeschneit. Winter Wonders, American All-Star. Ne, machen wir schon die Offroad-Klasse. Ja, im Winter natürlich. Zeitfortschritt. Ja, komm. Hauen wir mal wieder den Blizzard rein, der ja so krass ist. Nachmittag. Dürfen wir sogar in die Nacht reinkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mag den Jeep. Der gefällt mir. So, ja, jetzt haben wir hier natürlich wieder die Raptor-Armee. Komplett bescheuert, dass wir quasi nur gegen Port Raptor fahren. Ich glaube, vorne war nochmal ein Jeep. Ganz vorne halt. Sicher bin ich mir da jetzt aber allerdings nicht. Das ist ja geil. Ist das das erste Mal, dass ich den Titan hier fahre? Also quasi im Video.
Müsste es sein, oder? Okay. Okay, das starte ich nochmal ganz kurz neu. Das war blöd von mir, aber es war ja erst der zweite Checkpoint, oh Gott. Erwartet heute bitte fahrerisch nicht allzu viel von mir. Der Wagen wird vielleicht gut sein, aber ich bin's heute nicht. So, die Raptors starten auf jeden Fall besser. Die dürften aber nicht so krass aufgebaut sein. Ich glaube, der Wagen der Raptor ist ja standardmäßig schon auf entweder niedriges A oder hohes B. Nicht zu verwechseln mit hohes C. Oder? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin gerade komplett überfragt. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch auf D-Klasse der Raptor. Kann auch sein. Aber mit A-Klasse wäre wirklich fast zu viel. B-Klasse auch. Ist er auf D der Raptor? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Fahrwerk, glaube ich, doch einen Takt zu hart eingestellt. Aber die Dämpfer sind gut. Ich glaube, das Fahrwerk ist zu hart, aber die Dämpfer sind gut eingestellt. Hey. So dich. Ja, guck mal an, P7. Oh shit. Ja, ich habe das Gefühl, für die Klasse haben wir doch ein bisschen wenig Leistung. Oder die KI hat einfach Leistung reingeballert, was geht. Das kann auch sein. Das ist doch jetzt ein Scherz gewesen, oder? Lass mich das kleine Ding. Aber weißt du, das hat schon vorher da umgefahren. Den hat es wahrscheinlich gar nicht gestört. Aber mich bremst das Ding dann halt auf 100 km/h weg. Weil sobald irgendwas umgedichtet wurde, wiegt das Ding irgendwie 8 Tonnen. So, hier dürfte jetzt gleich der Checkpoint kommen, der ein bisschen asozial ist. Oder? Nee, noch nicht hier. Weil gleich kommt wirklich ein Checkpoint, wer den gesetzt hat, der hat echt viel Mut. So, wir fahren mal eben durch meinen Garten. Durch den Garten vor meinem 8-Wohnsitz ungefähr. Ja, da vorne ist er jetzt endlich. Und das ist so eine Schweinerei, weißt du, hier mitten durch das Ding durch. Ach, guck mal, ist sogar eine G-Klasse. Kein Jeep. Das war wirklich. Das ist ein mieser Checkpoint. Wenn du den auch nicht kennst, dann hast du richtige Probleme am Anfang, wenn du das erste Mal fährst. So. Heute war im Übrigen auch der erste Tag bei mir an der Uni. Ich bin im Prinzip nur nach Hause gefahren. Essen und duschen. Wir haben 19 Uhr. Oder 19 Uhr habe ich angefangen, sagen wir mal so. Also, das ist wirklich jetzt. Ja, ich versuche, wie gesagt, täglich eine Folge zu machen. Aber es ist nicht meine Priorität, kann ich schon mal so garantieren. Das sind mir andere Sachen doch wichtiger. Oh. Bam! Ich fand's halt krass. Das muss ich wirklich sagen. Echt mal Respekt. Also wir sind ja mittlerweile bei 700 Leuten. Das ist wirklich, das ist viel. Und wie viel das ist, ist mir heute erst wirklich aufgefallen. Und zwar hatten wir heute eine Vorlesung. Da waren vielleicht, lass es 50 Leute sein.
Und das sind so unfassbar viele Menschen gewesen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, 700 Leute. Wie viele müssen das bitte sein, wenn die alle vor dir stehen? Das ist krass. Also das kann man sich, glaube ich, nicht mal vernünftig vorstellen. Und da an der Stelle dann natürlich guten Tag an alle, die neu dabei sind. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. So, nicht die Rampe nehmen ist der Schlüssel. Weil da verliert man ein bisschen Zeit. Oh, guck mal, war ja doch ein Sieg. Ist doch schön. Für den Winter umgestylt natürlich. Muss ja sein. Und jetzt muss ich aber echt einen kurzen Schluck trinken. So, ihr durftet euch jetzt natürlich auch einen Schluck genehmigen. Wobei ihr da ja eh den Vorteil habt, ihr könnt das eigentlich immer machen. Ach nö, den Rundkurs habe ich gerade ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das ist doch, bin ich schon öfter gefahren. Ja. Wo soll ich jetzt noch hinfahren, bitte? Ich weiß nicht, soll ich doch mal. Boah, ich weiß nicht. Ja, okay, komm. Den bin ich noch nicht gefahren. Warum nicht, ganz ehrlich? Ach, geil. In 200 Metern links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Ja, aber deswegen auch, deswegen kam jetzt auch länger nichts. Seit, ich glaube, Freitag war die letzte Singleplayer-Folge. Ich habe mir dann halt gedacht, okay, ich muss jetzt nicht zwingend noch was aufnehmen. Und dann kam Freitagabend aber eben das erste Mal wirklich ein Anzeichen von der Erkältung. Ich brauche Halsschmerzen. Und gegen Sonntag ging es dann halt wirklich los, was wirklich super war. Quasi einen Tag bevor die Uni angefangen hat. Was dann auch wirklich darin resultiert hat, dass ich Montag und Dienstag nicht in die Uni gegangen bin. Ich weiß, direkt einen geilen Eindruck hinterlassen, aber der Weg zur Uni ist, wenn es blöd läuft, anderthalb Stunden hin und zurück. Plus dann halt noch die Seminarzeit. Das wäre, glaube ich, zum einen nicht produktiv gewesen, weil ich nichts mitgenommen hätte. Das hätte nichts gebracht in meinen Augen. Ich meine, ich habe es ja heute gemerkt, ich hatte heute eine einzige Vorlesung. Eine Vorlesung, die anderthalb Stunden ging insgesamt. Und ich weiß nichts mehr. Und das, obwohl ich jetzt mittlerweile wirklich gesundheitlich wieder auf dem Stand bin, wo ich sage, okay, gesund zwar noch nicht, aber aufnahmefähig. Drücken wir es mal so liebevoll aus. 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Und ja, da konzentriere ich mich halt nicht auf YouTube. Das ist da wirklich meine letzte Priorität. Das tut mir leid. Route wird neu berechnet. Auch wenn es mir Spaß macht. Also wirklich, es ist ein Hobby, aber ein wirklich geiles Hobby, muss man sagen. Eben durch diese Interaktion ist das Wort, glaube ich, mit euch eben. Das macht es einfach so wunderbar. Aber das bringt wieder euch noch mir was. Wenn da jemand sitzt, der keine geraden Sitze auf die Reihe bekommt und derjenige dann auch noch alle zwei Minuten die Kamera liest. Beziehungsweise jetzt Mikrofon. Eine Kamera habe ich ja nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache einfach vier Runden. Müsst ihr mir übrigens auch was sagen? Wollt ihr vielleicht so Reviews wieder haben? Quasi zu den zwei Autos, die immer kommen, dass ich da eine klassische Review mache. Oder zu jedem Auto eine Folge. Ist eure Entscheidung. Überlasse ich euch da an der Stelle einfach mal. Vorteil wäre halt, ich könnte detailliert auf jedes Auto eingehen.
Nachteil in Anführungszeichen wäre halt, dann wären wöchentlich schon mal 3 von maximal 7 Folgen von den Fahrzeugen her vergeben. Gut, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, könnt ihr euch selber aussuchen. Mir ist es egal. Ich mache beides, ganz ehrlich. Oder halt nur die wirklich interessanten Fahrzeuge, dass die eine Folge kriegen. Wie gesagt, ich bin da äußerst planlos. Ich muss übrigens sagen, das hier ist ein super geiler Rundkurs. Der gefällt mir mega gut. Vor allem in der Nacht, weil der Steinbruch in der Nacht halt so super aussieht mit den ganzen Lichtern. Das ist optisch wirklich ein sehr geiler Rundkurs. Nicht so schön wie das Festival. Das Festival ist da immer noch meine Nummer 1 und das würde auch vermutlich bleiben bis zum Root Creator wahrscheinlich, der ja nächste Woche schon kommt tatsächlich. Nächste Woche dann auch eben die neuen Autopass-Fahrzeuge werden bekannt gegeben, die nächsten 8. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Mal schauen, was wir dann so im Laufe des Novembers bekommen an Autos. Dann bekommen wir auch noch eine neue Horizon Story, also mit dem Update kommt schon einiges dazu. Da freue ich mich drauf. Und das ist aber halt wirklich geil, wenn auch wirklich Content reinkommt durch die Updates und nicht einfach nur Autos. Weil das ist mir tatsächlich erst in Horizon 4 aufgefallen. Wir haben in Horizon 3 oder im Vorgängerteil, mit Ausnahme von Motorsport 7 eben, eigentlich nicht wirklich Content nachgereicht bekommen. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, ja okay, wir schneiden Sachen raus und patchen die später nach. Nein, wir bekommen wirklich Content reingepatcht. Und das hatten wir vorher halt so nicht. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Wow. Ja, hat doch geklappt. Da kann man ja dann nur gespannt sein. Die dürfte ja dann auch relativ bald ankündigen. Das machen sie ja mittlerweile, was ich auch nicht schlecht finde. Sie dürfen ja bald ankündigen, was wir dann im Dezember-Update bekommen. Beziehungsweise in Anführungszeichen Dezember-Update. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird schön. Dann bekommen wir auch ab morgen, beziehungsweise für euch ab heute, wie gesagt, ist der Frühling da. Dazu dann auch das neue Forzaton-Auto. Dürfte ja eigentlich jeder wissen, was es ist. Deswegen sage ich es einfach. Es sollte jetzt kein großer Spoiler sein. Es wird die 2018er Honda Civic Type R. Mit der werde ich auf jeden Fall was machen, weil die hat mir im Motorsport 7 super gut gefallen. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, auf den Wagen. Bin mal gespannt, wie viel der kosten wird von dem Forzaton. Weil ich habe jetzt nicht wirklich viel auf der Seite. Das ist halt der Nachteil. Im Regelfall spare ich meine Forzaton-Punkte ab Mittwoch. Ist jetzt halt blöd gelaufen, weil ich Sonntag, Montag und Dienstag quasi nicht gespielt habe. Oder halt, ich glaube, ich habe einen Forzaton gemacht. Aber jetzt nichts wirklich nennenswertes. Aber im Zweifel habe ich morgen den wöchentlichen Forzaton. Wenn ich den durchziehe, dürfte ich ja auch eine Civic bekommen. So, ein Level Up ist doch immer schön. Gibt einen schönen Wingspin. Ja, wow, ich sehe ein bisschen was Blaues, toll. Alles andere ist grün, toll, immerhin Geld. So, fahre ich noch was? Fahre ich nichts mehr? Zwingend müsste ich jetzt eigentlich nichts mehr fahren, aber kommt da drüben, ist direkt ein Rennen, das fahre ich halt noch. Warum nicht? Er scheint, dass der... Ich finde ehrlich, der Steinbruch ist an sich super geil. Aber er ist auch so verdammt leer irgendwie. Du hast hier halt nichts. Das ist wie der Eissee in Blizzard Mountain. Der übrigens das gleiche Problem hat wie der Eissee hier. Beziehungsweise der hier ist ja doch krasser. Hier geht gar nichts drüber, außer das Drag Race. Und da freue ich mich wirklich auf den Root Creator, dass man da vielleicht, wenn man die Jahreszeit einstellen kann, bevor ich jetzt einfach mal frech ausgehe. Wobei, mittlerweile darf man ja da nicht mehr so von vielen Sachen ausgehen. Du darfst ja nicht mal private Online-Lobbys quasi erwarten. Aber
Ja, wie gesagt, du hast halt hier diesen einen Rundkurs, der da durchgeht und sonst nichts. Obwohl du halt alleine aus dem Gebiet kannst du, glaube ich, fünf verschiedene geile Strecken rauszaubern. Bin ich auch mal gespannt, wie gut der Route Creator wird, ob er auch wirklich so Rampen platzieren könnte vielleicht. Hätte was auf jeden Fall. Ich denke aber mal, sowas wird auf jeden Fall noch kommen. Also wenn es nicht von Release an drin ist, dann wird es, denke ich, auch nachgereicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass jetzt von Anfang an wirklich nur ist, okay, wir lassen euch halt die Checkpoints platzieren. Und dann werden die verschiedenen Objekte halt, die man platzieren kann, nachgereicht irgendwann. Hätte auch insofern den Vorteil, dass man den Route Creator zum einen halt wirklich updatet. Über die Entwickler wäre der Vorteil, sie würde halt, wenn Sachen schief gehen, dann wüssten sie halt direkt, okay, er hat eigentlich funktioniert, bis wir das mit den Rampen reingebracht haben, dann müssen wir die Rampen also nochmal überarbeiten. Es wäre sowohl für Spieler als auch für Entwickler ein Vorteil. Deswegen würde es mich jetzt gar nicht mal groß stören, wenn so Objekte wie Banden oder Rampen nicht von Anfang an drin sind, sondern wenn es dann wirklich komplett basic ist. Wirklich einfach nur fahr durch die Welt und platziere deine Checkpoints. Wäre gar nicht so ein großes Problem in meinen Augen. So, und das ist jetzt wirklich geil. Wir fahren jetzt hier quasi auf dem Fluss, der ja eigentlich wirklich ein Fluss wäre. Aber jetzt ist er ja gefroren. Also das beeinflusst das Rennen schon so ein bisschen. Wenn man mal drüber nachdenkt. Oder das heißt beeinflusst. Beeinflusst ist vielleicht das falsche Wort. Ach Gott. Leute, ich kann nicht denken. Tut mir leid. Denken ist ausverkauft. Ich werde dann auch schauen, dass ich euch morgen die erste Frühlingsfolge biete. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Es kann sein, dass es nichts wird. Dann aber am Samstag kommt auf jeden Fall was. Ob jetzt eine Singleplayer-Folge, bin ich mir auch nicht sicher, Leute, ganz ehrlich. Da hoffe ich auch einfach auch ein bisschen Nachsicht von euch. Aber gut, wer mich schon länger verfolgt, der weiß ja, dass man sich vielleicht über Pausen nicht beschweren sollte, weil die des Öfteren vorkommen. Aber gut, ja, ich würde sagen, ich lade das Setup mal eben hoch. Weil ich jetzt tatsächlich doch ab und zu mal angeschrieben wurde, dass man die Setup sogar haben will. Weil, nee, ist ja kein Motorsport auf euch, jetzt einmal Let's Play. Motorsport, also ein Anti-Motorsport-Aufbau ist ja wirklich, ja, wow. Ist ja wirklich, da stecke ich ja mehr Zeit rein, im Regelfall. So, ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.